Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Motorsport Manager auf 22 gepatcht mit Ferrari. Wir sind kurz vor dem Rennen hier in Belgien. Und ja, Leclerc startet natürlich mit mittleren Reifen und da bin ich echt, echt, echt gespannt. Ich nehme natürlich hier das hier, weil irgendwie hat mir das passt das einfach. Und bei dir werde ich auch auf mittlere Reifen gehen und dann ziehst du mit den mittleren Reifen durch. Wenn die. Ich bin optimistisch, dass das gut läuft. So, mal sehen. Ach, ich habe gar nicht auf das Wetter geachtet. Ich habe gar nicht auf das Wetter geachtet. Wie sieht das mit dem Wetter aus? Ja, bis jetzt sieht es aus, als würde es die ganze Zeit nicht regnen. Also starten wir ins Rennen und es geht direkt los. Leclerc holt sich direkt die 3, aber verliert sie und macht direkt den Fehler. Macht direkt den Fehler und ist auf einmal auf der 13. Oh, Alter, hat er die Kurve nicht gekriegt. Bitter. Aber hier, ne? Vettel und die haben alle Glück, die können sich die Reifen selber aussuchen. Vielleicht ist das deren Trick. Leclerc fällt einfach auf die 16 zurück aktuell. 17. ist er jetzt. Und Sainz ist am momentan 4. Aber auch mittlerweile schon über eine Sekunde fast entfernt von der 3. Aber mit Leclerc kann ich halt, mit ihm kann ich halt arbeiten. Weil er sehr, sehr effektiven Sprit hat, ne? Weil er sehr, sehr effektiv mit dem Sprit ist. Vielleicht kann ich da was aufbauen. An Geschwindigkeit. Bei Leclerc. Mal sehen, der muss sich jetzt erstmal wieder hocharbeiten. Der muss sich erstmal wieder hocharbeiten. 301 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ja, Sainz versucht es. Der muss halt nur seinen Reifen irgendwie halten, ne? Sprit hält er ja. Langsam baut er auch den Abstand auf 4 auf. Das ist auch schon mal nice. Und hält sich aber so eine halbe Sekunde ungefähr an 2 ran. Das könnte Sainz Rennen sein. Das könnte wirklich Sainz Rennen sein. Bei Leclerc bin ich mir da nicht sicher. Das sind mittlerweile 9 Sekunden auf die 1. Naja, ja. Du schaffst das noch. Hol dir die 17. Hol dir die 16. Jetzt gleich in der Kurve. Leclerc, du hast einen neuen Frontflügel, das schaffst du. Nein, verlier nicht, wir werden nicht noch 18. Junge, was ist los mit dir? Elf Sekunden. Ja, komm, fahr aggressiver. Komm, scheiß auf deinen Reifen. Und geh auf überholen, scheiß auf deinen Sprit. Irgendwie wirst du das schon wieder aufkriegen. Sainz. Ja, baut sich dann Abstand auf die 4 auf, aber kommt auch nicht wirklich an die 3 ran, ne? Nein, an die 2 ran. Er hält sich die 3, aber das ist auch wichtig. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Leclerc, kannst du jetzt in den Kurven hier? Hast du. Ja. Oh, die sind zusammengeprallt, oder? 15. Aber Albon, Stroll und so, das ist das Bittere bei denen, ist das, die haben auch alle mittlere Reifen. Und da wird es wahrscheinlich auch bald so sein, dass du da nicht wirklich rankommst. So, ich fahre wieder neutral mit dir. Vettel einfach jetzt auf der 7. Sainz kommt ran. Sainz kommt ran. Der arbeitet sich ran und der wird die auch überholen. Also der wird die überholen, sobald die in den Boxenstopp gehen. Das ist sehr spannend hier. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf schneller. Wir schauen uns mal Leclerc an. Wir halten aber Sainz da hinten im Auge. Leclerc holt sich die 14. Leclerc arbeitet sich langsam aber sicher voran. Bei Sainz sieht es da anders aus. Der steht ein bisschen. Die 4 ist ihm im Nacken. Aber er hält sich. Er hält sich noch. So. Aber es sieht alles gut aus. Bald müssten sie rein. Ne? Bald müssen sie rein einfach. Und dann kann er Sekunden gut machen. Dann kann er wirklich Sekunden gut machen. Leclerc hat es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Weil er halt die mittleren Reifen hat. Er kann da. Er hat halt diese Albon, Stroll und Vettel vor sich. Ich bin mir nicht so sicher, wie das laufen wird. Die Frage ist, wann gehen sie rein? Wann gehen sie rein? Wir haben nur 33 Runden. Sie werden alle auf mittlere Reifen springen. Das ist das Ding.
Denke ich persönlich. Vielleicht haben wir Glück und es passiert noch ein Unfall. Aber er klebt jetzt an der 2. Er klebt an der 2. Hol dir die 2, bevor wir irgendwie was. Bevor sie in die Box gehen. Das wäre natürlich noch besser. Aber jetzt klebt die 4 wieder an ihn ran. Jetzt klebt die 4 wieder an ihn ran. Aber die müssen bald alle in die Box. Weil Leclerc ist jetzt mittlerweile auf der 11. Der arbeitet sich auch ganz langsam, aber stetig arbeitet er sich vor. Leclerc ist jetzt wieder auf die 4 zurückgefallen, aber jetzt müssten sie bald rein, ne? Gehen sie jetzt rein, das ist die Frage. Es müsste eigentlich, das müsste eigentlich. Und dann können wir gut was wegmachen. Nein, sie rennen, sie fahren noch eine Runde. Sie fahren noch eine Runde. Die 5 geht auf jeden Fall rein. Norris geht rein. Vettel überholt. Norris wird von allen überholt. Leclerc jetzt auf der 9. Leclerc jetzt auf der 9. Fast die Hälfte ist schon gefahren. Sainz. Hey, jetzt geht's wieder in die entscheidende Phase. Fahren Sie jetzt rein. Sie müssten, ne? Aber wenigstens auf jeden Fall fährt Hamilton rein. Das ist schon mal klar. Hamilton ist schon, hat auch schon, glaube ich, angezeigt hier. Box. Russell. Auch. Verstappen. Auch ist in der Box. Sainz auf der 1. Sainz auf der 1. Nee, Russell fährt noch eine Runde. Russell fährt noch eine Runde. Und damit kann ich ihn überholen, weil er halt die abgenutzten Reifen hat. Er hat halt die abgenutzten Reifen. ,5 Sekunden auf die 3. Scheiß Leclerc fällt auf die 9 zurück, okay. Perez muss aber nochmal rein. Vettel, glaube ich, vor mir. Leclerc hat vielleicht nochmal Glück mit Albon und Vettel, dass sie zusammen rein müssen. Aber Sainz und Russell müsste jetzt rein. Ne, Russell fährt noch eine Runde. Ist der verrückt? Ist der einfach verrückt? Jetzt so abgenutzte Reifen. Aber er kommt, Sainz kommt einfach nicht ran, ey. Ich gehe mal auf Überholen und aggressiv fahren. Ah, ne. Wir gehen aber auf Überholen, wir gehen auf Überholen, wir fahren noch normal. Da er jetzt reingeht. Jetzt hat er das angezeigt, dass er rein will. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen Leclerc an. Wie sieht es bei dir aus? Du hast jetzt auch gut. Du kannst hier mal versuchen, ein bisschen gut zu machen. Du hast mittlere Reifen. Ich kann hier bei dir jetzt einfach sagen, gib Gas. Versuch einzuholen. Sainz ist jetzt auf der 1. Hat 40 noch. Versuch das hier jetzt durchzubringen irgendwie. Du hast das Hälfte. Die Hälfte hier beendet, Junge. Ja, du fährst jetzt mal ein bisschen aggressiver, scheiß auf deine Reifen. Erklär, gib mal ein bisschen Gas. Und Sainz. Eine Runde noch, und dann gibst du Vollgas. Dann versuchst du hier, sie komplett abzuhängen. Mal sehen, wie du das jetzt hinkriegst. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Versuche ihn komplett abzuhängen. Also Verstappen ist hier halt auf dem Fuß, ne? Der sitzt hier halt wirklich im Nacken. Ach, hier komm. Wir gehen auf Nummer sicher. Wie viele Runden noch? 17 Runden noch? Ja, komm. Gehen wir auch nochmal. Ich hoffe, dass kein Fehler passiert. Ich hoffe einfach, dass kein Fehler passiert, dass wir auf der 2 bleiben. Dass wir auf der 2 bleiben. Wir kommen raus, wir kommen raus. Auf der 2, wir kommen raus auf der 2. Wir kommen raus auf der 2. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wie sieht es mit Leclerc aus? Auf der 7. Er gibt das Gas. Er holt sich gleich die 6. 8,3 Sekunden jetzt auf die 1, Junge. Aber ich hoffe, dass wir das hier jetzt schaffen. Dass wir das hier über die Runden bringen. Komm. Fahr mal noch aggressiver. Du musst sowieso bald rein. Je mehr Runden du schaffst, umso besser. Und da holt er sich die 6. Da holt er sich die 6. Starke Aktion von Leclerc. Auf jeden Fall. Vettel hat hier jetzt auch einfach auf Podium momentan. Das ist einfach bitter. Es ist einfach bitter. Wie das hier gerade läuft. Leclerc, eine Runde schaffst du noch und dann musst du rein.
Dann musst du auch rein, auf jeden Fall. So. Dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, dass du jetzt auf Box gehen sollst und dann 14 Runden noch, dann kannst du auch auf die sehr weichen Reifen gehen. Und dann gehen wir diese Runde, versuchst du noch Gas zu geben. Und du kommst nicht so klar mit den Kurven, ne? Merke ich gerade. Er kommt wirklich nicht klar mit den Kurven. Bei Leclerc. Noch 13 Runden. Und er kommt raus aus der 8, auf die 8. Ja, komm, neutral fahren. Und dann Mittel. Auf der 11 ist er draußen. Ich denke nicht, dass wir hier noch großartig was reißen können bei Leclerc. Das ist halt dieser Fehler am Anfang, hat uns das mal ganz fast das ganze Rennen gekostet. Vielleicht noch ein paar Plätze, wenn sie wirklich noch mal wechseln müssen, ne? Nochmal einen Boxenstopp machen müssen. Dann vielleicht ein paar Plätze, aber sonst 12 Runden noch. Ich bin bei 86%. Ich kann mal ein bisschen versuchen, ein bisschen schneller zu fahren, ein bisschen ranzukommen. Vettel noch weiter wegzuhalten. Wie fährt Verstappen denn gerade? Der gibt Vollgas. Der gibt einfach Vollgas. Das könnte zu unserem Gunsten sein, dass er Vollgas gibt. Ricciardo ist auch dran, ne? Also er baut, Leclerc baut wieder sein Sprit auf. Das ist schon mal das Gute. Aber Sainz kommt nicht wirklich ran an die 1. Die Kurven machen uns zu schaffen. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir auf jeden Fall das nächste Mal auf, wenn das nächste Getriebe fertig ist, nächste Frontflügel-Ding ist, dann gehen wir auf Getriebe. 10 Runden noch. 10 Runden noch. Und Leclerc gammelt da auf der 11 rum und kommt nicht wirklich an die 10 ran. Ja, okay, der klebt an der 10 oder der 9. Aber es ist halt nicht das Gleiche. War ein bisschen aggressiver fahren, hohen Einsatz. Sainz. Ja, du bist über 10 Sekunden vor. Ah, okay. Okay. Oh, was ist da passiert? Wir können jetzt nochmal angreifen hier. Gib nochmal Vollgas. Wie sieht es bei dir aus? Kommst du jetzt endlich vorbei? Immer auf Überholen und auf aggressives Fahren. Hol dir nochmal den einstelligen. Okay, aber die Kurven hast du momentan Probleme, ne? Das ist das Ding. Hier so, wenn wir jetzt rausgehen, dann kommt die Stelle, wo du Punkte machen kannst. Diese Strecke, da kannst du, glaube ich, Punkte machen, oder nicht? Aus dem Windschatten jetzt raus? Nee. Der kommt da nicht mal ran. So. Mittel. Aber du kommst hier noch gut an Sainz ran, hä? An Verstappen ran. Also du kannst auf jeden Fall bis zum Podium. Da müsste schon ein Horror passieren, damit du das hier nicht mal machen würdest. %41. Wie viele Runden noch? Müsste eigentlich durchgehen. Okay, warte, wir gehen auf aggressiv und so. Bei Leclerc werden wir das auch in den letzten 5 Runden machen, glaube ich. Aber Sainz muss noch irgendwie rankommen. Gib einfach Gas, dass du. Gib einfach so viel Gas, wie du kannst. Versuche ihn noch irgendwie zu überholen. Das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Dass wenigstens einer die 25 Punkte mit nach Hause nimmt. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen Mittel. Weil bei dem sehen die Reifen auch nicht mehr so geil aus. Wir sind noch bei über 40%. Leclerc hat sich die 10 geholt. Stark. 4 Runden noch. Leclerc, hol dir den 9. Hol dir die 9. Du schaffst das. Ich vertraue dir. Noch 4 Runden. Offiziell. Ich mache jetzt extra Mittel fahren, damit er gleich Vollgas geben kann in den letzten Runden.
dass er gleich wirklich nochmal Vollgas auf beiden teilen kann. Ja, und Leclerc hat sich die neuen Gold stark. Stark, 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 stark. Aber das ist ein echt spannendes Finish hier. Wir können Verstappen noch holen. Das ist möglich, auf jeden Fall. Verstappen hat auch nicht mehr so die geilsten Reifen. Der ist jetzt auch gleich im roten Bereich. Entweder der geht nochmal rein. Was ich nicht glaube. Oder. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es jetzt gegen Ende. Gehen wir nochmal voll drauf. Sind ja nur noch 3 Runden. Leclerc hier macht auch einfach sein Ding. Hoch. Aggressives Fahren. Kannst du da noch was aufbauen auf die 7 auf Norris? Zumindest die 9 weghalten. Hamilton hat schnellste Runde. Okay, da gibt es eine neue Bestzeit. 22%. Ja, komm, neutrales Fahren. Aber aggressives Fahren. Neutral, aber aggressiv. Unsere Reifen sind abgenutzt. Letzte Runde. Aggressiv, komm. Letzte Runde. Überholend. Komplett aggressives Fahren hier. Noch die 7 holen wäre natürlich geil, aber Leclerc wird wahrscheinlich nichts mehr hier schaffen. So. Und da beendet Sainz auf der 1. Auf der 2. Ja, wäre schön, war schön, war schön. War schön auf jeden Fall. Wie sieht es bei Leclerc aus? Wird es die 8 oder kommt da noch was? Ne, es wird die 8. Das ist nicht übel. Anfang, Fehler, also ein Fehler am Anfang, das hat wirklich alles zerstört hier. Das hat wirklich alles zerstört. Also, aber es war ein sehr, sehr gutes Ergebnis, besonders für Sainz. Der hat nochmal gezeigt, was er drauf hat. Und ja. Red Bull hat leider Punkte gemacht. Leider hat Red Bull Racing ein paar Punkte gemacht. Aber egal, wir haben wieder gut Punkte gemacht. 18 Punkte müssten das sein. Und ich weiß nicht, für die neuen gibt es glaube ich nichts, ne? Die neuen gibt es glaube ich nicht. Ein Stopp mussten wir auch machen. Und der hat halt Leclerc alles genommen. Wir waren halt gut dran, aber diesen einen Stopp mussten wir machen. Sainz halt einen späten Stopp, wo halt Verstappen uns wieder überholt hat. Und das war's dann. Das war's dann einfach. So. Dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es denn aus? Technische Abnahme. Normalerweise müsste ich keine Probleme haben. Keine Regeln gebrochen. Ja. Ja, gibt 18 Punkte. Mercedes kriegt 16 und 12 und wir kriegen 4 mit Ferrari, Leclerc. So, auch nice. Ja, Christian Horner, Red Bull Racing hat natürlich das Beste. Und wir sind auf der 4. Ja, jetzt sind auch nicht mal so viele Punkte zu Mercedes. Also von Leclerc, der hätte heute die 25 Punkte gemacht, wäre natürlich am besten gewesen. Aber Sainz ist dadurch nochmal rangekommen, ne? Stark auf jeden Fall. Wir haben hier gut Punkte gemacht, sind okay, aber immer noch über 120 auf Red Bull Racing, weil sie ja gewonnen haben natürlich, aber wir setzen uns langsam ab von McLaren. Das sind aber auch nur ungefähr, ja okay, noch nicht mal 70 Punkte oder so. Ja, 74 Punkte. Läuft hart. Was sind das denn für Teamfarben? Wir sind hier nicht im Zirkus, erst Martin, erst euch ist wohl der Geschmack abhanden gekommen. Ja, Leclerc hat einen super schicken Helm, der hat Ferrari heute bestimmt geholfen. Glückwunsch für die Punkte. Ja, obwohl Leclerc gar nichts damit zu tun hat. Der Sainz hat das. Sainz hat unser Rennen gerettet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sainz hat unser Rennen gerettet. Einfach perfekt von Sainz. Also besseres Ergebnis. Natürlich wäre der Sieg geil gewesen, aber. Und das hätten wir auch bestimmt hingekriegt mit dem mittleren Reifen. Hätten wir den Sieg hingekriegt. Aber was soll ich sagen? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder Montag. Dann geht es mit der Quali und den Vorbereitungen für das nächste Rennen weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass